Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, ich muss mich jetzt erstmal wieder umgewöhnen hier, weil ich habe jetzt die letzten Stunden im Eurotruck-Simulator verbracht. Und ich schau mal eben, haben wir hier noch irgendwas, was wir essen können? Hier haben wir gar nichts mehr, ne? Treff dich mit Fulda. Wir gucken erstmal, dass wir hier rauskommen. Dann in die Richtung ist... Nee, nicht Fulda. Fuldaat meine ich natürlich. Moment, dann holen wir uns erstmal unser super cooles Reittier. Was bist du eigentlich? Du bist ein Andromeda, ne? Ein Andromeda meine ich. Oder hast du zwei... Also sieht aus, als ob es nur einen... Hubbel hinten drauf hat. Aber ich sag einfach Kamel. Auch wenn es ein Dromedar ist. Keine Ahnung. Ich sag weiterhin Kamel. Ja. Ja. Das ist sehr gut. Sehr wichtig. Moment, können wir da überhaupt rum? Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen einfach erstmal hier rum. Häng dich nicht auf, mein Junge. Häng dich nicht auf. Entschuldigung, ich brauche ein bisschen Platz. Finde ich aber gut, dass der da nicht direkt runterfällt, während der sich da oben stranguliert. Das wäre nämlich nicht so gut. Jetzt muss ich hier durch das Wasser durch, oder wie? Hallo, doch? Du sollst doch nur zum Wasser. Sag mal. Blödes Kamel. Ui. Sollst du nur... Ach, das ist Musik. Ich dachte gerade, hier ist eine Katze am Sterben. Oh mein Gott. Okay. Das soll jetzt nicht negativ sein, ja? Also, ich habe wirklich gerade gedacht, das sind komische Töne. So, Moment. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Sind wir denn hier... Erstmal vor die Zugetür laufen. Sind wir denn hier überhaupt richtig? Ich hätte jetzt schon fast das Kamel wieder geholt, aber das ist mir ehrlich gesagt... Sieht so aus, als ob wir nicht mehr so lange brauchen. Hallo? Hallo? Du solltest eigentlich nur da rumlaufen, aber ist in Ordnung. Was ist denn das? Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist mit dir? Ach, Taschendiebstahl. Oh, okay. Ich dachte, das wäre was anderes. Ich wollte nur mal gucken, was es ist. Gefängnis beim Bab Dimash. Dimash oder so. Da oben ist, glaube ich, der Kerl, den wir treffen sollen. Fällt ja nicht auf, wenn ich immer eben hochkletter, oder? Hi! Da ist es. So grausam und unerbittlich wie in meiner Erinnerung. Du warst hier einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort. Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz. Und es tut mir leid für dich. Mir nicht. Solcher Schmerz bereitet uns den Weg. Erinnert uns daran, wer wir sind. Wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen. Ich sehe nur einen. Und der ist nicht einladend. Nein. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Okay, suche nach Möglichkeiten, dich in das Gefängnis einzuschleichen. Der Anführer des Aufstandes und Verbündeter der Verborgenen wurde gefangen genommen und in das bewachte Gefängnis Bagdads, bestbewachteste Gefängnis Bagdads gebracht. Dort einzubrechen wird nicht leicht. Kitmatun-Münzen sind eine seltene Währung und können bei jedem
die sie zu schätzen wissen, gegen Gefallen eingetauscht werden. Tja. Was ich jetzt leider wirklich vergessen habe, ist doch nochmal zum Schmied zu gehen. Das habe ich so schön gesagt in der letzten Folge. Das habe ich komplett vergessen. Ja, darf ich mal? Leite mich, Enkidu. Also es heißt wohl so viel wie, bei den Wachen könnten wir die einsetzen. Ja, der will immer zu den Wachen rüber, so wie es aussieht. Ich würde nur gerne mal kurz was gucken. Das ist eine Markierung. Oberer Hafen, Färber, Metallfertigung. Der zeigt mir jetzt auch nicht an, wo der Schmied ist, ne? Sonst hätte ich da jetzt nochmal eben kurz vorbeigekonnt. Okay, hier haben wir aber nochmal was. Bei der alten Dame, da kann ich noch was einsammeln. Wobei die Dame, glaube ich, nicht ganz so alt war, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe gerade. Ja, keine Ahnung. Also den Schmied werde ich auf jeden Fall nicht mehr finden. Kann ich hier runterspringen? Wäre vielleicht nicht unbedingt das Beste. Hier könnte ich theoretisch runterspringen. Hi! Ich wollte sie nur mal erschrecken. Alles Gute für sie. Gut. Das sammeln wir noch schnell ein. Codex, genau, so hieß das Ding. Du bist nicht willkommen. Geh. Die Frage ist. Au. Geh weg. Ah, die kann man nur eliminieren. Ich dachte, man kann denen jetzt die Münze geben. So habe ich das jetzt verstanden. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich kommen wir jetzt heute gar nicht mehr da rein, weil das alles zu lange dauert. Oh Mann, da sind zwei Wachen. Oh, was ist mit dem hier? Gehört ihr zu Ali? Ja. Aber wir haben ihn seit Wochen nicht gesehen und der Aufstand hat sich nahezu aufgelöst. Das ist nur vorübergehend. Ali sitzt in diesem Gefängnis ein. Ali? Hier? Ich wähnte ihn tot. Ich werde ihn befreien, aber ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Ich kenne dich nicht. Nichts wollen wir mehr, als dass unser Anführer zu uns zurückkehrt, doch woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Die Münze, die Münze! Beshi sagte, ich könne mit dieser Münze eure Hilfe erkaufen. Was sagst du? Wenn er sie dir gegeben hat, muss er dich sehr achten. Wir werden uns um die Wachen kümmern. Beobachte genau und handle schnell. Ich versuche. Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall hinter dem her, ne? Ah, okay. Einer mit Schusswaffen, diesen beschäftigt gerade. Das war nicht. Okay. Hier stinkt es nach Schweiß und Verzweiflung. Ali muss irgendwo an diesem gottverlassenen Ort sein. Ich fange besser an zu suchen. Ja, die Frage ist nur wo, ne? Nächste Woche habe ich Dienst am Kassel al-Hassani. Das ist angenehmer als die meisten Posten, auch wenn es elendweit von unserer Garnison ist. Man weiß jetzt, was die Unruhen das hinter... Hinter der... Okay. Ich dachte schon. Okay. Die Frage ist nur... Wo ist er?
Okay, dann haben wir noch was zum Einsammeln. Oben sitzt einer. Das war so ein normaler, ne? Oh, ich hasse nämlich diese Typen, die man immer 20.000 Mal erstechen kann und dann heilen sie sich trotzdem wieder. Verstärkte Bemühungen an alle. Der maskierte Mann ist nicht zufrieden mit den Grabungsfortschritten. 6 Gefangene sind gestorben und die anderen werden mit jedem Tag schwächer. Wir werden mehr Männer hinzuholen und sie in abwechselnde Schichten einteilen müssen. Damit sollte unterbrechungsfreie Arbeiten möglich sein, was das ganze Unterfangen beschleunigen sollte. Außerdem erinnere ich daran, dass jede Entdeckung ein Geheimnis bleiben muss. Also keine Zeugen. Okay. Hier ist Mittel voll. Ja, bleibt trotzdem unten. Bleibt trotzdem unten. Oh Gott. Das sind 2. Über mir sind mehrere. Jetzt wüsste, ne? Hinten ist eine verschlossene Tür. Also das scheinen ja hier die Zellen zu sein. Das Problem ist nur... Ah, Moment. Da hinten sind Leute auf dem Hof. Warst du schon bei Abdullah? Würde dir gefallen? Er hat ein schönes Stück Land an der Straße nach Al-Kufa. Mit Dattelpalmen und einem Kanal in der Nähe. Aber das Haus ist... Oh, geh da drüber. Mein Gott. Oh, oh, oh. Was? Komm den jetzt her! Nein, geh weg! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Guten Tag. Geh doch mal da hoch! Mann! Lalalalala! Da bist du ja! Oh, das war nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut! Hasenfuß! Hab mich! Kletter mal da hoch! Oh Gott. Ali muss irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein. Ja. Er wurde wahrscheinlich gefoltert. Ich muss mich sputen. Ich weiß. Oh Gott. Kommen jetzt hier alle hoch, oder was? Scheinen aber nicht die cleversten Kletterer zu sein hier. Da unten laufen welche rum. Rechts sind welche. Oh Gott, das sind so viele. Eieiei. Kann ich da nicht einfach runterspringen und den angreifen? Meint, da unten ist ein Pfeil? Was vermutlich heißen soll, dass ich irgendwo da hin soll. Okay.
Müssen wir jetzt gerade genau hier rumgehen? Entschuldigung. Ich gehe mal stark davon aus. Dass er irgendwo hier unten, also unter mir sein muss. Problematisch ist der Große da hinten, ne? Der rennt jetzt genau hier rum, wo ich dann im Endeffekt rum muss. Und den kriege ich nicht von hinten. Sag mir nicht. Ne, der hat keinen Schlüssel, aber der hat was, um die anderen zu holen, so wie es aussieht. Das müsste jetzt schnell gehen. Oh, da ist er. Der mich jetzt, der guckt so komisch. Ich hoffe noch nicht. Ich warte mal, bis der runterkommt, damit ich den mal eliminieren kann. Frage ist nur, kommt der? Oder bleibt er jetzt die ganze Zeit da oben? Das wäre dann hier drin. Da müsste ich dann erstmal. Oder? Oh, geht doch so. Ja, natürlich. Was auch sonst. Wieso zeigt er mir jetzt die ganze Zeit dieses Orange? Der ist nicht verfügbar. Na super. Der Typ steht immer noch oben rum. Kommt der nochmal runter? Wenn ich nämlich jetzt da hochgehe und den schnappen will und der dreht sich dann um, dann setzt es aber was hier. Die stehen beide nebeneinander. Das ist nicht gut. Läuft jetzt woanders hin. Der dreht sich aber auch nicht um, ne? Welche Taste? Hm. Ist da irgendwas? Oh, jetzt kommt der andere auch. Willst du mich denn verarschen? Willst du mich denn... Der geht doch jetzt hier runter, oder nicht? Sich aufzuregen. Gründlich zu sein ist nie verkehrt. Nee, der geht jetzt wieder woanders hin. Oh, die gehen mir so auf den Senkel hier. Der jetzt hin, der steht immer noch da. So. Ja, komm, 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 aber ein bisschen schneller als eben, bitte. Was? Ja. Was geht da vor? Ja, komm. Komm. Ein Moment. Sehr gut. Dann haben wir die zumindest schon mal weg.
Ja, ich muss halt nach unten, das ist das Problem. Aber das nehmen wir natürlich nur mit hier. So, die anderen. Ist jetzt die Frage, ob die sich jetzt gleich nochmal umdrehen. Hier rum war das. Weil die gucken ja jetzt eigentlich in meine Richtung, ne? Ah, die gucken jetzt in meine Richtung. Dann müsste ich doch versuchen, dass ich mal von der anderen Seite aus da hinkomme. Ist halt blöd. Da ist was angezeigt, aber hier ist auch so ein Pfeil angezeigt. Ich weiß nicht genau, was was bedeutet. Da kommt noch mehr. Er muss einen neuen Falken für den Sahib abrichten. Ach, wenn ich doch nur an diese Schnalle käme. Das brennt wie Feuer. Morgen muss ich ein Stück Stoff unterlegen. Die bleiben da. Ach. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die drehen sich nicht um. Hab Schlimmeres erlebt. Beim Kampf mit dem Emir von Berda. 38. Hab einen Speer in den Rücken bekommen. Hatte großes Glück, doch ich lag den ganzen... Was muss ich denn jetzt hier machen? Das ist jetzt die Frage. Achso, das ist dahinter. Problem ist, ich weiß nicht, ob die beide oder ob die sich vielleicht dann umdrehen. In Badulaya wird es immer schlimmer. Ist da irgendwas? Okay, das ist nur der eine. Hey! Okay. Immerhin. Die scheinen nicht so gute Ohren zu haben. Oh Gott, oh Gott. Gut. Okay. Besser als an der griechischen Front zu dienen, das kann ich dir sagen. Solange sie mich bezahlen, tue ich, was ich sage. Das alte Leben. Was war das? Verbrecher, wer ging ich uns auch aus dem Weg? Da war nichts. Ein Wachmann. Das war was? Durch deine Berufung. Ich habe immer noch Panik, dass die mich hören hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Achso, der ist komplett... Der ist hier. Schön, dass man das auch sehen darf. Moment, mit dir rede ich sofort. Achso, ist eigentlich Blödsinn. Okay. Ich schlepp den mal ein bisschen von dir weg. Kann ich mit dir reden? Hallo? Ich will mit dir reden. Jetzt. Red doch mal mit dem. Hallo? Wer hat dir das angetan? Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen. Unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme. Ich weiß aber immer noch nicht, wohin. Ich muss da hoch. Oder? Der hat doch auch hier hoch gezeigt. Kann das sein? Oh Gott.
Oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass Dämonen auf Erden wandeln. Aber dieser Mann ist einer. Gib dir Hoffnung. Das will der Kerkermeister doch. Er will uns brechen. Ach, das hat er bereits. Ist das normaler oder ist das so ein... Nein, nicht hier beide sollt kommen, nur der eine soll kommen. Oh Gott, ich hasse sowas. Hier ist nicht. Ach, Forschung liegen dir nicht. Genau, was? Lauf du mal weg. Was geht da vor? Ja? Seid bereit. Der Feind wurde hier drinnen gesichtet. Was? Hey, was ist da los? Ja, komm, komm. Komm zu Papa. Oder in dem Fall zu Mama. Waffen blank! Wir haben Gesellschaft! Sehr schön. Okay, wir müssen... Da hinten zeigt ihr mir irgendwas an. Die Tür ist verschlossen. Ich denke mal, dass wir da aber durch müssen, oder? Hier am Leuchten. Ich bin mir halt überhaupt nicht sicher, wo wir jetzt hier entlang müssen. Da brauchen wir auch wieder einen Schlüssel für. Oh, ist nicht euer Ernst. Ah, wer könnte denn den Schlüssel haben? Da hinten leuchtet noch was. Ja, weil das alles verschlossene Türen sind. Ja, super. Oh, ist das euer Ernst? Die nachfolgenden Folgen könnten sich dann nur noch um ein paar Jahrhunderte verlängern. Verschieben, wie auch immer. Ach so, von hier komme ich ja her. Hat hier irgendjemand einen Schlüssel? Nee, ne? Ich glaube, ich muss nochmal auf die Seite. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es kann sein, dass da unten unser Ziel ist. Da, wo dieser Typ jetzt sitzt. Aber da war ich doch, da kam ich nicht rum, ne? Oh, ist das ein Mist hier. Komme ich denn irgendwo... Ah ne, da hinten, da war auch alles zu, wenn ich da weitergehe, ne? Ah, das sind nur die Dinger. Oh, ist das scheiße, ist das scheiße. Oh, ich hasse das, wenn es dafür keine Karte gibt. Problem ist, wie soll ich den jetzt hier frei machen, sodass nur einer rüberkommt? Was war das? Hey! Wie lange kannst du dich verstecken? Hä? Hoffentlich lange genug. Ruhe in Frieden.
Was? Ein! Ja. Sehr schön. Das reicht eigentlich, wenn ich hier vorne bin, oder? Seid bereit! Es sieht nach Ärger aus! Was? Ach so, ich dachte gerade, er sagt jetzt was mit dem Schlüssel. Na gut. Da ist dieser eine Typ, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ach, wir sind wieder hier. Ja, ja. Okay, die Frage ist... Bringt uns das was, wenn wir jetzt da oben weitermachen? Hat ja keiner einen Schlüssel, ne? Ach ja, und von da sind wir ja runtergegangen, da kamen wir ja zu dem gleichen, genau. Aber ich sehe jetzt hier echt keinen mit einem Schlüssel. Ich meine, am Anfang hätte ich mal einen gesehen, der einen Schlüssel hatte. Komme ich denn da jetzt wieder hoch? Da komme ich nur wieder runter. Alter, ist das dein Ernst? Wie komme ich da wieder hoch? Bin ich denn überhaupt hier reingekommen? Ah! Da bin ich runtergegangen. Ja, da gehe ich im Endeffekt auch runter. Da war ich ja schon mal, wie man sieht. Boah. Das sind alles die Gefängnistüren. Ich bin gerade völlig orientierungslos und weiß nicht, wie ich... Ach so, doch, Moment. Wenn ich hier und dann da, wo dieser Blödmann ist, ne, da komme ich, glaube ich, wieder raus. Was ist denn hier mit? Kommt man da? Kommt man nicht rum? Da sind zwar viele Leute, aber da kommt man nicht rum. Ah, jetzt sag mir bloß, er hat einen Schlüssel. Nee, er hat dieses Horn, er hat keinen Schlüssel. Er hat so ein Horn oder sowas. Niemand, nirgendwo einer mit einem Schlüssel. Das geht mir voll auf den Senkel. Hey. Ja, ich konnte ihn jetzt nicht mitnehmen, ich weiß. Lange plagst du die Welt nicht mehr. Nein, 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 nein. Kein Zweifel. Genug. Noch mehr Zeit verschwenden wir nicht. Oh, ich gehe schon mal wieder hier zurück. La, 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 la. Ja, wieso läuft jetzt hier oben rum? Wie kommt der hier oben hin? Hä? Ich muss auf jeden Fall erstmal vor dem abhauen. Aber ich weiß nicht, wie ich zu dem Typen hier nach ganz außen komme. Das ist halt so blöd. Und keiner von denen hat einen Schlüssel dabei, so wie das aussieht. Oh, ich verstehe es nicht. Normalerweise müsste ich doch hier dann in diese eine Richtung weiter... Und müsste dann da auch weiterkommen. Aber da ist auch keiner, wo ich immun oder irgendetwas, sag ich mal, wo ich einen Schlüssel finden könnte.
Ich habe jetzt schon extra hier diese Sicht die ganze Zeit an, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo einen Schlüssel finde. Ja, ich weiß, dass der da oben in die Richtung ist, aber bringt mir auch alles nichts hier. Ah, geht mir das auf die Nerven. Moment, war ich hier schon mal? Ah. Das ist neu, oder? Untertauchen. Komme ich aber auch nirgendwo weiter, ne? Hi. Ihr redet auch nicht mit mir, ne? Nein, gibt er nicht. Verflucht. So, komm mit. Oh. Hat keiner gehört. Da unten ist auch noch ein Eingang. Moment, hier ist aber auch noch was. Hilfsmittel voll, ein Wort zur Mäßigung. Staatsfeinde sollen ihr Wissen nicht ins Grab. Könnt ihr euch gerne durchlesen? Weil ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade so ein bisschen im... Hier ist Blut. Ach, wir brauchen gar keinen Schlüssel, kann das sein? Okay... Müsste ich eigentlich da links rum, oder? Oder muss ich hier den Weg entlang? Was? Also zählt er jetzt hier? Ich glaube, ich muss doch den Weg hier entlang. Eieiei. Und ich denke die ganze Zeit, ich muss so einen dämlichen Schlüssel finden. Das muss Ali sein. Ja, das Problem ist nur, wie kriege ich den jetzt getötet, ne? Heilen ist nach unten. Oh Gott. Ach, jetzt auf einmal kann ich das. Mit einem Schlag. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Ei. Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt, doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. Ja, aber ich würde sagen, ich denke mal, dass das noch eine ganze Weile dauert. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.